Herr Präsident! Spenden von Geweben und Zellen sind hinsichtlich der Vergütung leider in den Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelt. Auf der einen Seite besagt der eine Standpunkt, dass die Uneigennützigkeit bei Spenden von Geweben und Zellen grundlegend von Bedeutung ist und auf der anderen Seite der andere Standpunkt befürwortet finanzielle Entschädigungen, um die Motivation zu erhöhen. Ich halte diesen Standpunkt, den letzteren allerdings, für ethisch mehr als bedenklich. Wichtig erscheint mir in diesem Zusammenhang, dass die Mitgliedstaaten verstärkt miteinander zusammenarbeiten, um die Sensibilisierung zur Spendengebung hier zu erhöhen. Und manche Länder haben ja Schwierigkeiten darin. Wichtig auch, dass die EU hier in diesem Fall zwar nur ergänzend tätig werden kann, aber sie ist aufgefordert, in diesem hochsensiblen Bereich mehr zu tun, um bei den Bürgern das Bewusstsein über die Bedeutung von Spenden zu heben und zu fördern.